Kolleginnen und Kollegen, gerade die momentane Krise ist eine große Chance zu beweisen, dass unsere Solidarität und unsere Mitbestimmung einen ganz besonderen Stellenwert haben. Wir kämpfen in den Betrieben gegen Arbeitslosigkeit, gegen die Verluste von Arbeitsplätzen. Wir machen mit unseren Betriebsräten gemeinsam gute Betriebsvereinbarungen zur Kurzarbeit. Wir sorgen dafür, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz extrem eng eingehalten wird. Und wir sorgen dafür, dass die Betriebe auch eine Perspektive bekommen. Die IG Metall ist an eurer Seite und wird gemeinsam mit öffentlichen Stellen, mit allen Kolleginnen und Kollegen, mit den Betriebsräten auch in der Krise dafür sorgen, dass wir weiterhin gute Arbeit haben und gute Arbeit behalten. Das ist das Band der Solidarität, was uns zusammenschweißt. Gemeinsam sind wir nicht alleine. Kolleginnen und Kollegen, über eins müssen wir uns im Klaren sein. Auch wenn wir jetzt alles dafür tun, Arbeit und Beschäftigung und Ausbildung aufrechtzuerhalten. Die Covid-19-Krise wird die gesellschaftlichen Bedingungen in den nächsten Jahren massiv beschleunigen. Nämlich neben Digitalisierung und anderen Transformationsprozessen wird sich unsere Gesellschaft und wird sich unsere Arbeitswelt in den nächsten Jahren massiv verändern. Gerade dieses wollten wir in diesem Jahr am 1. Mai wieder auf die Straße tragen, diskutieren mit unseren Kolleginnen und Kollegen und mit der Öffentlichkeit und mit der Politik. Leider dürfen wir dies in diesem Jahr nicht, denn Gesundheitsschutz und die Verantwortung stehen für uns als Gewerkschaften, für uns als IG Metall ganz, ganz vorne. Und deswegen können wir uns an diesem Jahr leider nicht auf den beliebten Maikundgebungen und den großen Maikundgebungen treffen. Aber Kolleginnen und Kollegen, dieses Jahr machen wir den 1. Mai digital. Die digitale Welt vernetzt uns, die digitale Welt wird das Band der Solidarität auch in diesem Jahr zusammenhalten. Und deshalb sind wir in diesem Jahr am 1. Mai digital unterwegs und bekunden unsere Solidarität. Ein ganz besonderer Dank der IG Metall geht an alle diejenigen, die sich beruflich und ehrenamtlich in dieser besonders schwierigen Situation ganz, ganz besonders engagieren. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Und zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Kultur geht am 1. Mai überhaupt gar nicht. Und deswegen haben wir uns noch was Nettes ausgedacht für euch. Der 1. Mai ist unser Feiertag, das bleibt ihr auch und ihr bleibt gesund. Alles Gute, einen schönen 1. Mai und Glück auf. Der 1. Mai ist unser Feiertag. Er ist der Schulze und der Meiertag, weil wir an diesem Tag marschieren. Und unsere Einheit demonstrieren. Seit 6 Uhr morgens dröhnt da schon ein Skiffelquartett mit Liedern aus der Arbeitswelt, die Leute aus dem Bett. Sie waren beim Tanz im Mai, drum sind sie jetzt auch noch nicht klar. Doch klar ist, sie sind Punkt 10 Uhr zum Umzug alle da. Der 1. Mai ist unser Feiertag. Er ist der Schulze und der Meiertag, weil wir an diesem Tag marschieren und unsere Einheit demonstrieren. 7:50, der Wecker schellt, ein Lehrlingspaar erwacht. Die beiden sind nicht gerade sehr frisch, man kennt sich eine Nacht. Drum jetzt der Schlafkopf, bleibt mal hier, doch plötzlich springt er auf. Sie droht ihm schlicht mit Liebesstreit, doch da steht er nicht drauf. Der 1. Mai ist unser Feiertag. Er ist der Schulze und der Meiertag, weil wir an diesem Tag marschieren und unsere Einheit demonstrieren. Es ist soweit, der Marsch fängt an, sich tausend gehen los. Auf einmal alle Augen rechts, die werden kugelgroß. Da läuft ein kleines Trüppchen und brüllt Solidarität. Wobei es weiser weiter in die andere Richtung geht. Der 1. Mai ist unser Feiertag, er ist der Schulze und der Meiertag, weil wir an diesem Tag marschieren und unsere Einheit demonstrieren. 10:50, die Ohrmaschine.